An Rabatt, er kriegt Rabatt, Dreifinger-Rabatt bei Kfz-Teile 24. Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zur neuen Challenge, Afro gegen Glatze. Heute werde ich nicht, heute wird das Spiel nicht in einem Online-Freundschaftsspiel stattfinden, sondern gegen einen YouTuber. Sein Channel ist in der Beschreibung, checkt ihn ruhig aus, ihr könnt ihm auch gerne ein Abo da lassen. Er ist ebenfalls ein richtig korrekter Junge, ist richtig sympathisch. Ich weiß, ich sage es einfach zu oft, aber trotzdem, ich kann es einfach nicht so oft sagen. Ich danke euch vielmals. Im gestrigen Video habe ich erwähnt, dass ich eine Facebook-Fanpage, eine Instagram-Fanpage habe. Jetzt habe ich schon drei. Das ist ja unglaublich. Danke euch wirklich für den Support. Ihr wisst ja, 2016 ist mein Ziel, 10.000 Abonnenten. Nur durch euch kann ich es schaffen. Ich danke euch wirklich extrem für diesen Support. Jemandem mache ich schon eine Überraschung. Derjenige weiß auch Bescheid. Sollte ich dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr nach Deutschland zu Gamescom fahren, einen von euch nehme ich mit. Also mit einem gemeinsam fahre ich mit zu Gamescom. Also davor werde ich natürlich noch brav mit den Eltern reden. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz fix und ganz fix versprochen. Derjenige weiß es, bitte behalte es für dich. Es ist mir ganz wichtig, dass es momentan nur du weißt. 4 bis 6 Wochen später. So, jetzt nochmal zurück zur Challenge. Afro gegen Glatze. Ich habe das Afro-Team und er hat die Glatze genommen. Man sieht, ich habe sogar eine Inform drinnen. Also 1, 2, 3, boom! Gibt euch dieses Team. Das schaut doch eigentlich ziemlich attraktiv aus. Ich muss nur kurz anmerken, Remy hat hier einen Afro-Look, allerdings im Gameplay hat er ein Glatzi, also ja, eigentlich komisch, aber es ist so. Elton, ja, der ist wieder mal bei einer Challenge dabei, mein Community-Spieler, beziehungsweise ein Community-Spieler meines Teams. Hier hat er noch nicht so einen Muschelkopf, aber im Spiel selbst hat er einen richtigen Muschelkopf. Informillion habe ich natürlich auch für euch gegönnt. Richtig coole Werte eigentlich, hoch, hoch, habe ich mir gerade gekauft. Marcelo, ja, leider Gottes, ich wollte ihn dann nicht gleich wieder verkaufen, deswegen habe ich mir nicht den Inform genommen. Ramalho ist auch dabei von Leverkusen, ehemalig Red Bull Salzburg. David Luiz, mir ist gerade kein Rechtsverteidiger mit Afro-Look eingefallen, tut mir leid, deswegen habe ich David Luiz genommen. Ochoa, oder wie du heißt, Ochoa. Dante auch am Start, Witzel, Feller, Ini. Und auch Tyson ist am Start. Also es sieht ziemlich attraktiv aus. Und ich würde mal sagen, ich lade sofort ein, diesen Glatzen-Show. Also bis gleich, meine Freunde. Every day the same shit. Ich habe immer Verbindungsprobleme, wenn ich gegen jemanden spielen möchte. What the fuck? What the fuck? So, da ist er, die Glatze. Kackwurst, Brazuka 04. Okay, ich nehme Manchester City, er nimmt KFS. Kfz Teile 24 Paderborn. Gucken wir mal sein Team. Eieiei. Okay, Wesley Snyder, Witz & Company, Abiati, Inle. Keine Ahnung, die ganzen Namen. Ist das Chikawi? Ich glaube nicht, dass es auch. Mit denen hätte ich gerechnet, egal. Okay, also mein Team schaut auf jeden Fall attraktiv aus. Also, Glatze gegen Afro. Part of FIFA gegen The Cut Wars. Ab geht's! Wow. Okay, die Kackuhr ist etwas drauf. Lass mich in Ruhe. Hey. Super, David Luiz. Jawohl. Keine Chemie, egal. Wow, David Luiz. Mach dein Solo, man. Ja, was war das? Warum hast du mich um, du kleiner Schlawiner, du? So, oh. Geht schon, hau ihn um einfach, freund doch einfach erst. Warum hast du schon wieder den Ball? Warum hast du den Ball? Lass doch dir Abfluss. So, Glatzi. Ei. Witze. Wohin? Was für ein Rückpass. Mann, mein Freund, du sollst nicht zur Glatze spielen. So, Remy. Und der erste Schuss auf the goal. Oder doch eher daneben. So, William hat den Ball, jetzt.
Unsere Eltern. Eltern, verschießt, oder doch nicht, Latte. Und jetzt Ramaldo, die nächste Latte, oder was war das? Fußball von Aviate. Mann, Freunde, es ist richtig lustig, dieser Afro-Johnnies. Glatze. Hallo. Der Balker, der Pato. Opa, shit. Okay, wer ist das? Ich kann den Namen nicht mal aussprechen. Amrabat, er kriegt Rabatt, Dreifinger-Rabatt bei Kfz-Teile 24. Eieiei, wohin? So, Erden. Oder Witzel, der nächste Shot. Oha, guter Longshot von Witzel. Was tust du hier einfach so auf enttäuscht gucken? Zaka! Mann, was ist das für ein Name? Ganz ehrlich, Shawi, wo hier, ho? Nihao, Keki, Komishiwa, Toyota, Mitsubishi. Gehst du weg hier? Gehst du da weg? Das gibt's doch nicht. So ist gut. Tyson, Darulet. Okay, Elton. My fastest killer. Elton, shit. Gehst du da weg? Gehst du da weg? Brav. Nein! Ui! Wer ist denn überhaupt mein Torwart? Ah ja, oh hoa! Oi! Tumakushin? Was ist das? Er greift mich nur auf Ball! Tyson! Was machst du? Ach so, das! Verstehe! Nee! Doch! Nein, Mann! Ich will noch nicht gehen! Ich will doch nur ein bisschen grätschen! Grätsch doch! Er grätscht daneben! Er hat ihn erwischt! Ich bin der Grätscher! Jetzt ist Pato auch mal ein Grätscher! Habt ihr gesehen, Peoples? Auch Pato kann grätschen und Pato kann auch sweaten! Sweaty Girl! Ich bin so unfair! Pato, der Afro-Johnny, schießt ein Tor mit das... Warte, wie heißt es jetzt noch? Sweaty, genau! Der Sweaty Bob, Name ist Pato, Afro-Look, Glatze schießt zu Afro-Tor, perfekt, super gemacht, schön gesweatet, 1-0, Axel Witzel, nicht schlecht, Fellini Longshot! Oh, Abiate hat geabiatet. Nee, hallo. Das kommt ja gar nicht in Frage. Nee, Pato kann grätschen. Halbzeit, meine Freunde, ich führe 1-0. Dieses Match ist sowas von lustig. Ihr müsst es umprobieren. Ihr müsst es unbedingt mal mit euren YouTube-Kollegen oder mit euren Freunden spielen. Es ist wirklich extrem lustig. Probiert es einfach mal aus. Ja, statistisch gesehen liege ich ziemlich weit vorne, 92% Passgenauigkeit. Er wird übrigens sein Video aus seiner Sicht auf seinen Kanal hochladen. Also nochmal, checkt seinen Kanal aus. Diese Kackwurst. Shit, Pato, was machst du da? Wow, schöner Longshot. Ja, na, was kann ich dafür, wenn du nicht triffst? Brauchst du nicht so dingseln. So, Purli, jetzt geht's da an den Kraken, mein Klassenfreund. Ich hab nämlich Inform William, der Afro. Super Tor gemacht, super aussteigen lassen, super Pass in die Schnittstelle. William Inform hat geregelt, perfekt mit dem Außenriss, hineingelupft. Ups, hineingepiekt. Perfekt, 2-0, William, super. Ja, die Schwarzen können auch ein bisschen spielen, ja, mein Freund. Einfach aussteigen lassen, einfach Ballrolle. Und Witzel, und jetzt ein Finesse, und jetzt wieder. Zack, shit, okay, das war nix. Fellini, Lamborghini, Heberlini. Super Tyson. Tyson und wieder Axel Witzel, perfekt daneben geschossen, aber nochmal die Chance, Axel Witzel und einen Longshot, und noch ein, shit,
fast das 3:0. Axel Witzel. Wieder endlich mal wieder so ein Spiel, wo ich locker befreit, ohne Druck spielen kann. Das ist so schön mal wieder. Ups. Super. Fellaini. Tortellini. Und der nächste schöne Pass. Und der nächste Sveti Pop. Tato, du bist heute so unfair. Ich bin heute der unfairste Spieler. Ich grätsche wie ein kleines Monster. Ich sweate. Mann, das sind die schwarzen Seiten des Pathos. Pato Boy, der grätschende Sweater. Fellaini, du baumlanges Baumhäuschen. Hallo, das war jetzt aber nicht so vereinbart, ja? Das war nicht vereinbart, dass du da jetzt einfach schießt, ja? Das war nicht vereinbart, dass der jetzt ins Tor reingeht. Aber trotzdem schön gemacht, mein Freund. Richtige Kackwurstabwehr von ihm. Einfach abgewehrt wie ein kleiner Volleyballspieler. Und bei Thema Volleyballspieler einfach zack, ein Schmetterball. Oh, wow, schönes Tor. Richtig gut hineingefetzt vom Glatzenpeter. Gucken wir nochmal die Wiederholung. Also hat er richtig gut gemacht. Zack, zack. Und jetzt Fellaini. Die nächste schöne Glanzparade. Lass ihn nicht. Nein, geh weg. Geh doch weg. Hallo. Nein, er klärt aus 2:2. Shit, fuck, man. Meine Erde ist verletzt, shit. Okay, gut. Hat er schön gemacht, er hat mich schön ausgekontert. Einfach hinein das Ding, 2:2. Jetzt ist alles offen. Jetzt ist, shit, okay. Oh, okay, vorbei, Freunde. 2:2 ist das ausgegangen. Es muss noch unbedingt ein Golden Goal her. Gucken wir kurz die Statistik. Also eindeutiger geht's eigentlich gar nicht, aber ja, Ergebnis zählt. 15 Schüsse hatte ich, wow. 10 aus Tor, er hatte 7 Schüsse. Ich lade ihn jetzt nochmal ein. Also meine Freunde, bis gleich. So, da ist der Glaskopf wieder zurück. Alles klar, Golden Goal, viel Glück, du Kackwurst. Alles Liebe, perfekt, ab ins Match. Okay, jetzt habe ich ihn aussteigen lassen. Oh, so. Au. Und Witzel, okay, gut. So. Ah, 11 Meter. Nein. Okay. Nein, fuck, er ist gerade voll frei. Wow, bitte nicht. Nein, ich hab verloren. Ich hab die Challenge verloren. Scheiße, Wesley Snyder, der Leihspieler. Du kleine Lumpi, du. Fuck, lass dir doch einen Abo wachsen, sonst wärst du auch in mein Team gekommen. Ich hab verloren. Shit, ich hab um einiges das bessere Team gehabt. Fuck, egal, was will man machen. Scheiße, die waren dann. Hat richtig Spaß gemacht. Super witzige Challenge. Checkt ihn unbedingt aus. Sein Link ist in der Beschreibung. Ich wünsche euch alles Liebe. Ich hoffe, hat euch die Folge gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, einfach bewerten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Hinterlasst einen Feedback per Kommentar. Alles Liebe wünsche ich euch. Mein Kiss darf nie fehlen. Alles Gute. Ich bin raus. Ciao. Bye bye. Ciao.